Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Topftier. Heute zu einem St. Patrick Special. Und zwar werde ich euch heute zwei grüne Panzer zeigen. Der erste ist der japanische Chinoo und danach werde ich euch noch einen KV-1 Replay zeigen. Und ja, auf jeden Fall alles Gute zum St. Patrick's Day. Ich hoffe, ihr werdet heute alle mal in ein Pub gehen und euch ein grünes Bier holen. Ich werde es nämlich genauso halten. Und jetzt geht es auf jeden Fall gleich los Los mit unserem geht's! Chinoo Kyle Replay. Unser heutiger Spieler ist Techniak aus dem Clan ECF und vermutlich nach seinem Kürzel am Ende seines Namens vermute ich mal, dass er Tscheche ist. Und hier am Anfang braucht er mal ganz kurz ein bisschen, hat wahrscheinlich keine gute Internetverbindung, aber jetzt ist er da und legt gleich los Richtung der Hügel. Wir sind hier natürlich auf Wadi in einem Begegnungsgefecht. XVM gibt dem Team eine 60% Chance zu gewinnen, also sehr, sehr lucky. Und auf jeden Fall, Technik entschließt sich jetzt hier doch nicht Richtung Hügel zu fahren, vermutet, dass die zwei KV-1 aus seinem Team mehr als genug sind, drüben die Hügel zu regeln, und fährt jetzt hier eher mit den anderen Heavy Tanks, dem VK3001 Haas, mit. Und das wird jetzt eine Weile dauern, bis er natürlich an seiner Position ist. Und ja, was kann man über den Chinoo sagen, über den Typ 3 Chinoo, wie er ja eigentlich vollständig heißt? Ich Mock ist ein Panzer, so, okay. Hab vor kurzem seine Top Gun freigeschaltet und hab dann erst ein, zwei Matches in ihm fahren können. Muss aber generell sagen, ich mag die Japaner eigentlich ganz gerne, der Chinoo eben der momentan höchste, den ich hab. Dafür habe ich beinahe fast in jedem Panzer bereits einen Master Badge Ace Tank, weil man in diesen Panzern durchaus Damage machen kann. Ich weiß zwar, dass viele sagen, Japaner sind halt Mittelmaß. Sie sind in nichts wirklich gut, aber dafür in allem recht mittelmäßig gut. Und ich muss sagen, es stimmt natürlich, ja. Die Kanone ist nicht überragend, die Mobilität ebenfalls nicht, aber beides ist nicht schlecht. Und ich würde den Chinoo fast bevorzugen, bevor ich einen M4 Sherman zum Beispiel nehme oder den britischen Crusader. Obwohl der Crusader ja eigentlich kein Medium Tank ist, aber man muss ihn wie einen fahren. Außerdem hat er kein Matchmaking wie ein Light Tank. Egal, Chinoo auf jeden Fall meiner Meinung nach eine großartige Maschine, großartige Penetration mit dieser Kanone. Wir sehen es auch hier bei Techniak, er vertraut allein seiner AP, er hat keine HE dabei und nur eine einzige Premium Shell, was ein interessanter Loadout ist eigentlich. Man könnte erwarten, dass er 5 Premium Shells dabei hat, aber nur eine scheint ihm auszureichen. Und auf jeden Fall versucht er jetzt hier Ziele zu suchen und sieht jetzt hier gleich den gegnerischen VK3001H und trifft hier gleich recht glücklich. Er scheint natürlich das Glück der Iren für sich gepachtet zu haben, das werdet ihr durchaus im Laufe des Spiels schon sehen. Und dass der Schuss getroffen hat, war wirklich, wirklich glücklich, weil das hier ist ein 9.6 Replay. Das bedeutet, die Streuung im Aiming Circle, diese neue Verteilung ist bereits passiert. Und diese Snapshots, diese Schüsse ohne eingezielt zu haben, die treffen ja nicht mehr so häufig wie früher. Und man merkt es wirklich stark teilweise, finde ich. Aber jetzt versucht er hier dem KV-1 an den Wir Turm zu haben sie gehen nicht mal und bei angekratzt. dem Winkel eher Blödsinn. Jetzt auf den anderen KV-1. Zuerst schießt er hier die Deckung weg, um an die Wanne ranzukommen. Wir haben sie nicht mal Und muss angekratzt. jetzt hier aber immer noch erst den Schuss suchen, während der KV-1 bereits von seinem Team bearbeitet wird. Aber Erwischt. hey, hier den in den Turm trifft er ordentlich rein. Und kann sich hier seinen zweiten Kill jetzt holen. Eigentlich schade, dass man keine XP dafür bekommt, den Gegner freizulegen, weil er macht hier einen außerordentlich guten Job, die Deckung wegzuschießen und seinem Team somit Schüsse auf diese Panzer zu ermöglichen. Glaub nicht, dass er ihn gekettet hat. Ich glaube eher, dass es der Typ T34 war, der Nicht rechts von durch. seiner Position ist. Auf jeden Fall der KV-1 ahnungslos, hilflos wie ein Er Käfer. ging voll durch ihre Und Panzerung. Technik kann jetzt hier weiter auf ihm arbeiten. Da ist der KV-1 nicht weit genug Rettungstreffer. hinter dem Gebäude und Technik kann hier noch einen ordentlich hinten in den Motor reinschießen. Und hier wird der KV-1 viel zu weit vorfahren und Technik kann ihn sich Gegnerisches jetzt Fahrzeug holen. ausgeschaltet. Momentan das Match noch recht ausgeglichen, 7 zu 7, auch wenn es momentan eher danach ausschaut, als würde Techniks Team den Hügel verlieren. Es ist nur noch ein KV-1 oben übrig und ein gegnerischer Hetzer macht sich bereits auf den Weg zu Techniks Artillerie. Technik sieht immer wieder mal so leicht nach links. Ich glaube aber nicht, dass er das wirklich mitbekommt, dass die Artillerie gerade Bedrängnis ist. Ich glaube, er möchte jetzt hier diesen Churchill
haben und tatsächlich der Churchill zu weit draußen hat noch die kleine Pew Pew Gun, ist also nicht vollständig ausgetankt und dadurch kann Technik jetzt hier zwei Schüsse in den Churchill reinsetzen, ohne selbst gekillt zu werden. Momentan hat er noch keinen Hit abbekommen, ist natürlich gespottet worden, davor ist ein Hit in seine Richtung geflogen. Und auf jeden Fall, ich glaube, jetzt versucht er hier den Churchill zu flankieren, was natürlich eine recht gute Idee ist. Und in der Zwischenzeit ist der KV-1 oben beim Hügel aufgeraucht. Das bedeutet, die obere Flanke ist gefallen und Techniacs Artillerie lebt interessanterweise immer noch. Der DB2 mittlerweile wieder zurückgekommen, um dort hinten zusammen mit der Su-85 zu verteidigen. Und aber jetzt hier erstmal der Grant. Erster Schuss, ganz unglücklich in den Sand. Das RNG gerade nicht auf seiner Seite. Erwischt. Aber er konnte den Grant one-shotten, hat dafür aber einen Schuss abbekommen. Vermutlich vom Panzer... Nein, nicht vom Panzer 3-4, der ist verwundet bei Techniacs Artillerie. Und hat sich gerade den DB2 geholt. Aber vielleicht vom Churchill. Ah, ganz unglücklich. Aber jetzt ist das Glück wieder mit ihm. Konnte den Churchill wieder hier erwischen. Aber hat ordentlich Hits einstecken müssen. Nur noch ein Drittel seines Lebens übrig. Und jetzt da oben der Lux. Der hat natürlich wieder die kleine Pew Pew Gun. Trifft ihn aber glücklicherweise nicht, weil der Lux wäre durchaus gefährlich mit dieser Kanone. Und Technik ist natürlich jetzt auf Blut aus. Er möchte den kleinen Lux haben. Er möchte natürlich auch gern die Artillerie haben. Apropos Artillerie, die hat natürlich auch wieder mehr als nur ein bisschen Glück gehabt. Die Su-85 hat hinten geregelt und konnte die Artillerie retten. Natürlich ist noch der Panzer 3-4 übrig und da bekommt Technik jetzt Schüsse vom Lux ab. Der Lux, jetzt wagt er sich aber viel zu weit nach vorne, der Lux, und wird hier ausgeschaltet, während die Su-85 den Panzer 3-4 regelt. Jetzt ist eigentlich nur noch die Su-26 und die Stuck übrig. Die Stuck zuletzt oben in den Hügeln gespottet worden. Bei B8 in diesem kleinen Seitental. Und da ist jetzt die Su-26, aber verfehlt. Gegen den Felsen gefeuert. Automatisches Zielen wird ihm jetzt hier nichts bringen. Ich würde eher den Sniper-View nehmen. Aber ich glaube, das weiß er auch. Versucht sich jetzt hier der Su-26 zu nähern. Natürlich muss er vorsichtig sein. Er ist ein One-Shot für die Su, genauso auch umgekehrt. Über den Hügel und was im Nebenbei. In Style finisht er hier die Artillerie. Macht hier eine kleine Ehrenrunde um den Hügel, vielleicht um der Stuck zu entgehen, falls diese hinten bei den Hügeln steht und in seine Richtung schauen kann. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wo die Stuck 3G eigentlich ist. Wir sehen, sie ist weiß. Das bedeutet, dass sie noch nicht sehr viele Spiele hat. Ist relativ neu im Game. Ich werde das ein kleines bisschen vorspulen müssen, denn die Stuck campt hier hinten auf den Hügeln rum. Und Techniak weiß, wie man die Minimap liest. Er auf jeden Fall hat aufgepasst und geht jetzt auf die letzte bekannte Position der Stuck zu, um sie zu finden und... dann kann ich sehen, ob er sie findet. Es geht jetzt hier über den Hügel drüber. Und sagt das Seitental. Hier sind auch ein paar Büsche. Da könnte sie sich durchaus drin verstecken. Und oh ja, da ist sie. Er hat ganz viel Glück, dass er da nicht sofort gekillt wird. Und die Stuck verfehlt ihn auch noch. Die ist definitiv neu. Und das ist das Game. Das ist auf jeden Fall der erste Replay von Techniak in seinem Chinookai. Finished hier eine absolute Noob-Stuck, die keine Ahnung hat, was er machen muss und den hier zweimal verfehlt, was natürlich ein bisschen glücklich ist für ihn. Und wir legen jetzt gleich weiter mit dem KV-1 Replay. Und zwar zeige ich euch heute noch einen Replay und von Techniak. Und zwar dieses Mal in seinem KV-1 hier in einem Tier 7 Matchup. Und man muss sagen, das Matchmaking war auf keinen Fall freundlich zu ihm, weil Techniak ist in keinem Platoon, möchte ich jetzt hier gleich sagen, in seinem Tier 5 KV-1 in einem Tier 7 und 6 Matchup. Es gibt keinen anderen Tier 5 Panzer außer ihm selber. Das ist wirklich, wirklich bitter. Und er ist hier auf Grünberg und er hat eine 63%ige Chance zu gewinnen. Das liegt aber ganz sicher nicht an diesem Panther M10. 45.000 Spieler in der WN8 von 252 und 43%, das ist definitiver Bot, das kann ich euch garantieren. Aber der Challenger reißt das Ganze anscheinend wieder raus. Und er braucht jetzt hier am Anfang natürlich wieder ein kleines bisschen, seine Internetverbindung ja nicht die beste. Vielleicht ist er ja draußen am Land, das Internet ja da ziemlich langsam, teilweise aus Holzleitungen, wie ich es selber kenne aus Tirol.
Und er macht sich jetzt dann hier auf den Weg in seinem glücklichen, glücklichen KV1 Richtung Kathedrale. Und KV1, toller Panzer. Jeder von euch, der mein Winterberg-Russen-Video gesehen hat, das war ja auch auf dieser Map hier, weiß ganz genau, was man mit diesem tollen Panzer alles anstellen kann. Und natürlich noch um einiges mehr KV1, einfach ein wahnsinnig toller Panzer, muss ich sagen. Ich fahre den echt gern jedes Mal. Und vor allem in einem Dreierplatoon KV1, in einem Tier 5 Match ist er einfach fast unfair. Und ich glaube, dass Techniak auch seinen KV1 ganz gerne fährt. Er hat auf jeden Fall schon ein Sternchen vorne auf seiner Kanone drauf. Und er weiß definitiv auch, wie man das Ding einsetzt. Wie ihr dann später im Laufe des Replays sehen werdet, er ist definitiv nicht unbedingt ein Neuling, was den KV1 angeht. Und das Team hat sich ordentlich verteilt. Einige sind rechts oben im Dorf und sehr viele hier in der Stadt. Und er versucht jetzt hier am Anfang ein bisschen Sides zu scrapen, um den Platz unter Beschuss zu halten. Kennt sie vielleicht nicht ganz auf der Map auf, weil hier unbedingt nutzt ihm das Sidescraping nicht sehr viel. Hat jetzt hier einen Jagdpanther hinter sich, der ihm hier ein bisschen auf die Nerven geht, indem er ihn hier reinfährt. Mittlerweile entfaltet sich das Match ganz normal 1-1. Und ja, es läuft ganz gut momentan, glaube ich. Er hält sich natürlich zurück, das muss er natürlich auch. Wie gesagt, das hier ist ein T7 Matchup. In einem KV1 ist das eher. Es ist eigentlich das Schlechteste, was ihm hat passieren können. Und deswegen ist es ziemlich verständlich, dass er hier zuerst mal ein bisschen hinten bleibt. Aber jetzt fährt er natürlich nach vorne. Er will sich ja hier natürlich ein paar Kills sichern. Die Gegner alle nur in diese eine Seitenstraße rein. Und wie zu abzusehen, der Panther M10 bereits tot. Der Bot erlegt. Er sucht das hier natürlich Schüsse. Braucht hier natürlich ein bisschen. Und oh, da ist der Tiger. Aber er ist doch, wie man am Turm sehen kann. Und er hat die 10,5 cm Kanone. Interessantes Line-up für einen Tiger, auch wenn er Stock ist. Aber hey, jeden seine eigene Entscheidung. Vielleicht Mocker einfach mit der Derbkanone rumfahren. Das ist natürlich okay. Und Technik braucht jetzt hier natürlich noch ein bisschen, bis er hier mal seinen ersten Damage macht. Ich verstehe natürlich, dass er jetzt hier nicht vorfahren will, sondern erst braucht er, bis der befreundete Tiger hier nach vorne gefahren ist. Weil aus irgendeinem Grund gibt es eine ungeschriebene Regel im World of Tanks. Das ist, wenn ihr in einem High-Tier-Fahrzeug seid und irgendwie ein Fahrzeug, das 3-4 Stufen unter euch ist, oder eigentlich nur 1-2 Stufen, dann schießt ihr drauf. Und hier der Tiger schaut jetzt natürlich noch auf ihn, aber zieht jetzt Richtung befreundeten Tiger und Technik kann diesen Tiger bearbeiten, der mal ganz so nebenbei in einer echt interessanten Position hier steht. Und die Seite eines Tigers, die sieht man natürlich gerne. Und Technik kann sich hier seinen ersten Kill sichern. 800 Damage auf den Tiger, das kann man durchaus so stehen lassen. Und jetzt als nächstes der T150, der ebenfalls dreht ihm den Arsch zu. Aber böser Hit vom T25AT. Gefährliche Maschine, dieses Ding. Der ging nicht und natürlich durch. Hat er da Probleme vorne durchzukommen, zumindest auf die Range. Und hier nochmal viel, viel Glück, dass der Jagdpanther ihn nicht erwischt hat. Aber der tote Bottle liefert ihm hier eine ideale Deckung. Aber der Jagdpanther trifft ihn aber bounce. Das war nochmal ziemlich glücklich. Da hätte er durchaus tot sein können. Der Alpha Damage des Jagdpanthers reicht dann mehr als aus, um einen KV1 in das Jenseits zu befördern. Und schade. Das wäre ein toller Sniper-Schuss gewesen unter dem toten KV85 hindurch. Schade, dass das nichts geworden ist. Ich hätte es ihm durchaus vergönnt. Und er versucht jetzt weiter hier auf den T150 zu gehen. Benutzt hier immer noch die Frags ideal als Deckung. Aber der T150 schaut natürlich in seine Richtung. Ist also nicht ganz ungefährlich, was er hier macht. Und wartet jetzt hier natürlich darauf, dass sich einer zeigt. Hier wieder. Da hätte er vielleicht ein bisschen länger einzielen müssen. Und jetzt ist er momentan allein hier auf dem Platz. Der Tiger 1 hat ihm den Rücken gedreht, versucht hier wahrscheinlich den T150 zu flanken. Und da bin ich ganz einverstanden, dass er sich hinter dem Panther M10 hervortraut, weil er da hinten bleiben sollen. Aber zumindest kann er den T150 tracken. Nicht, dass ihm das was bringt. Er hat viel zu viel seiner Seite hergezeigt und wird hier ordentlich getroffen. Sein Benzintank beschädigt. 40 Helfen, nicht, dass es noch irgendwas bringen wird. Er ist jetzt in jedem Fall tot, wenn er noch ein einziges Mal getroffen wird. Und das sind mehr als genug gefährliche Panzer hier noch in der Nähe von ihm. Aber es sieht nicht ganz so schlecht aus. Sie gewinnen 9 zu 6. Das Dorf rechts oben scheint
eventuell gewonnen werden zu können. Und er bleibt natürlich jetzt hier im Cap Circle, möchte jetzt hier etwas cappen. Und das sieht jetzt nicht mehr ganz so schön aus. Und oh, der Jagdpanther kommt rum. Und er trackt ihn. So viel Glück. Es ist wirklich St. Patrick's Day. Das Glück der Iren und Irren ist mit ihm. Und er konnte den Jagdpanther in der genau richtigen Position tracken, um ihn zu erledigen. Und lebt immer noch. Und jetzt versucht er natürlich hier wieder den T-150 zu treffen. Und der sieht schon wieder in seine Richtung. Das Ding wird langsam echt unangenehm. Aber jetzt trackt er ihn und... die Seeschlitze getroffen. So viel Glück gerade. Trackt den T-150 seitwärts und konnte ihn dadurch erledigen. Aber er hat auch mehr Glück als Verstand, dass er hier nur die Seeschlitze getroffen hat. Eigentlich müsste er tot sein. Und jetzt ist er allein hier gegen den T-25AT, nachdem der den Tiger gekillt hat. Und das gefällt ihm natürlich jetzt überhaupt nicht. Weil KV-1 gegen T-25AT, wir wissen, was da vorher passiert ist. Und der war zu schräg. Da hat er den T-25AT nicht genug getroffen. Der macht natürlich jetzt Druck auf ihn. Auch hier wieder gebounced. Sowas von unglücklich. Und er muss jetzt noch ein bisschen warten, bis das Team ihm oben Support gibt. Die haben gerade den VK 36 erledigt. Und er braucht die Hilfe aber überhaupt nicht mehr. Na, wofür auch? KV-1 Strong Tank kann hier den T25AT ausschalten. Sich damit seinen vierten Kill sichern. 1500 Damage beinahe. Und jeder seiner Kills war entweder ein Tier 6 oder Tier 7 Panzer. Damit eine außerordentlich starke Leistung. Und wir sehen schon, warum dieser Panzer so stark ist und so glücklich. Ich meine, er hat die grüne Farbe und das ist St. Patrick's Day und das ist einfach nur ideal. Ich meine, ein besseres Matchup kann man sich nicht wünschen. Ich brauche es natürlich nicht zu erwähnen, dass beide Spiele waren Master Badge Ace Tankers in seinem Panzer, im Chino Kai, nicht Chino Kai. hat er natürlich eine Radley Walters Medaille, eine Top Gun und ein Großkaliber gemacht. Und auch hier hat er, glaube ich, ein Großkaliber gemacht im KV-1. Und natürlich Master Badge Ace Tanker, ganz klar. Immerhin hat er drei Tier 7 und einen Tier 6 Panzer ausgeschaltet. Und auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieser Replay gefallen. Und danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen St. Patrick's Day. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr auch so wie ich heute in ein kleines Pub gehen werdet und noch ein paar Bier trinken werdet. Und auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Und bis zum nächsten Match, Leute.